So, willkommen zurück bei Let's Play Risen. Nicht Risen 2, Leute, sondern... Ich habe ein echt schlechtes Gefühl bei dem Weg hier. Ich will ja nicht meckern. Aber hier oben sind wir verkehrt. Das habe ich im Urin. Ja, sondern bei Risen 1. Wenn du willst, du musst nicht mitkommen, mein Freund. Aber was auch immer hier oben ist, es wird uns nicht aufhalten. Ich erwarte eine Aschebestie und die wird... unsere Frostbälle schlucken. Donnerechse. Ich meine mich zu erinnern, dass die grundsätzlich lieb sind. Ach du Schreck. Joa. Euer Ernst? Ja. Waren ja jetzt hier richtig böse, starke Gegner mal wieder. Naja. Ich habe was Schlimmeres erwartet, um ehrlich zu sein. Mehr ist hier oben nicht? Kann doch nicht euer Ernst sein. Eine Mana-Pflanze, okay. Gut, wir haben hier so einen komischen Pfad. Ach so. Ein Oger. Das ist natürlich schon was, ein anderes Kaliber. Wenn ich das richtig sehe, interessiert den Oger nicht, was wir mit den Gnomen anstellen. Das ist... eine ganz lustige Erkenntnis. Weil man sagen muss, auch Oger sind jetzt für uns nicht mehr das große Problem. Jo. Das stimmt. Selbst Oger können uns nicht mehr besiegen. Also wir sind mittlerweile wirklich gut dabei. Mann. Hier oben sind wir völlig falsch. Ich könnte wetten, wir müssen weiter nach Norden. Woher willst du das wissen? So ein Gefühl, ja? Kann auch sein, dass ich mich irre. Lass uns weitergehen. Ah ja. Und zu holen gibt es hier... oh, eine Ogerwurzel. Da freue ich mich sehr drüber. Das habt ihr sicherlich selber auch schon gemerkt. Okay, jetzt kommen wir hier runter. Die Frage ist, ist das wirklich schlau? Oder kommen wir jetzt mitten in ein Lager rein? Ja, ganz klar das Lager. Witzlos. Bleib doch mal stehen. Schneller. Aua. Das gibt's doch nicht. Die haben auch noch ganz viel Lack dabei. Das ist wirklich unverschämt, was hier gerade abgeht. Da bin ich nicht mit einverstanden. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir sterben noch. Komm, kill ihn. Sehr schön. Meine Güte, das war echt ein riesiges Lager. Eine Obsidian-Ablagerung, das ist schön. Obsidian, Gold und Eisenerz sind ganz in Ordnung. Wichtigste ist eigentlich Obsidian, den Rest werden wir zu Genüge finden. Gold ist auch selten, logischerweise, aber ich finde Obsidian ist eigentlich so das Wichtigste. Naja.
Sieht ja wahrscheinlich jeder anders. Wie sieht's eigentlich mit dem Level Up aus? Oh ja, ist bald soweit, Leute. Also es geht wirklich momentan alles ziemlich schnell. Die Mana-Menge reicht mir momentan aus. Das heißt, wir setzen den nächsten Punkt in die Schwertfertigkeit. Ohne Zweifel. Und dann schauen wir mal weiter. Ich finde die Insel an sich sehr cool gemacht hier, die Halbinsel. Das ist eine Art Challenge. So kommt mir das jedes Mal vor, wenn ich hier langlaufe. Ja, die Goldader nehme ich natürlich noch mit. Wäre ganz schön blöd, wenn nicht. Das hat sich gelohnt. Und da sind wir hochgegangen. Okay. Da schließt sich hier der Kreis. Alles klar, dann gehen wir weiter. Geradeaus Richtung Ruine. Trink noch ein Heiltränkchen. So. Sehr schön. Mit dem nächsten Level Up, wie gesagt, setzen wir dann wieder ein in Schwertkampf. Unsere Stärke soll mal ausreichen momentan. Wir haben ja auch wieder ein paar Ogerwurzeln gefunden. Damit können wir die auch wieder ein bisschen hochpushen, die Stärke. Wie viele haben wir davon wieder? Ich will nicht lügen. 2 Stück. Ja, immerhin. Wir müssen auf 5 kommen, damit wir das Schwert auch ohne Ring tragen können. Jetzt sieh dir das an. Hier haben es sich diese kleinen Kerle richtig gemütlich gemacht, was? Das ist nur eine alte Ruine. Ich könnte wetten, dass hier der ganze Kram gelandet ist, den die Leute auf der Insel vermissen. Sieht ganz so aus, als sei hier das Hauptquartier dieser Gnome. Geh weiter. Ich bin gespannt, was wir finden werden. Oh ja, ich auch. Das ist unmöglich. Ihr könnt mich mal, ihr scheiß Gnome, wisst ihr das? Mach du mal, ich nehme währenddessen hier die Gnome aus. Gönn mir ein Heiltränkchen. Mann, ey. Die Viecher sind dabei auch noch verdammt frech, das darf man nicht vergessen. Kochrezept für einen Feuertopf, okay. Ein feuriger Topf. Der Feuertopf. Quicksave. So viele Häuptlinge hier, meine Güte. Meine Herren. Boah. Kleine Drecksviecher, wirklich. Hey du, warte mal. Was ist denn jetzt schon wieder? Dieser Komplex hier scheint noch gut intakt zu sein. Die Fährte führt genau durch diese Tür in den Berg hinein. Ja, das ist ja schön. Schon gut. Ich halte die Klappe. Geh weiter. Gorn lässt sich den Mund verbieten. Ja, Leute, Entschuldigung, aber ich meine, dass der mit Gorns Stimme rumläuft, provoziert ihr wohl, dass ich den Gorn nenne. Steinplatte, sehr schön. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Man kann ja nicht alles können. Ja, und damit haben wir genug Weisheit für die nächste Stufe. Hier steht etwas über Magie. Bevor wir jetzt da runtergehen, wo uns der Weg nämlich hinführt, werden wir noch was anderes erkunden müssen. Und zwar hier unten. Quicksave. Mana-Tränkchen. Diese Treppe hier gefällt mir gar nicht. Ja, ja, schon gut. Ich hab verstanden. Ich meine ja nur. Geh ruhig weiter. Okay. Hallo, ich bin's, der Argo. Zack. Ja, hier unten ist nämlich was versteckt. Wer hätte das denn gedacht? Ein Skelettkrieger. Und es wird nicht bei diesem einen Skelettkrieger bleiben.
Mit dem Biest hast du kurzen Prozess gemacht. Schlösser knacken verstehe ich nichts. Okay. Goldmünzen. Sehr schön. Quick Save, wir gehen weiter. Irgendwas ist hier falsch. Das spüre ich. Diese ganzen Gänge hier unten sind nur eine Finte. Der Gürger muss woanders sein. Hier haben wir nichts verloren. Lass uns wieder abhauen. Nein. Das ist ja nicht nötig. Wir hauen ab, wenn ich das sage. Geht das? Als würde das nicht gehen. Wollte schon fast sagen. Du hast keine Chance gegen uns. Ich hasse die Viecher. Hab mich echt erschrocken. Und so der Burgherr, da haben wir ihn ja. Den habe ich gesucht. So. Wo ist er denn? Untoter Burgherr. Mal wieder ein Vasallenring. Sehr schön. Ein paar Goldmünzchen. Kleiner Schild. Verräterklinge. Okay. Waren zwei Händler da ja relativ uninteressant. Ja, man freut sich über alle Sachen, die man geschenkt bekommt, ne? So ist es nun mal in der Welt. Skelett beschwören. Ja. Vielleicht ein bisschen Weisheit noch? Interessant. Jo, dankeschön. Also der Raubzug hier in die Katakomben hat sich gelohnt. Ohne Zweifel, was hier wieder an Sumpf wird zusammenkommen. Verstehe ich nichts. Apropos Schlösser knacken, was war das jetzt für ein Schwert? Verräterklinge. Ist das jetzt ein Zweihänder? Ich glaube schon. So wie der den gehalten hat, wird das ein Zweihänder gewesen sein. Bastardschwert sind, soweit ich weiß, Zweihänder. Ist natürlich vom Stärkewert her auch außerhalb unseres Horizontes als Magier. Oh, habe ich mich erschrocken. Auf links gedreht, wie man so schön sagt. Was haben wir denn hier? Nochmal ein paar Sachen zu finden. Eine Halskette. Also, erkunden lohnt sich, Leute. Edles Schwert, okay. Schlösser öffnen. Das können wir jetzt gleich direkt hier benutzen. Müssen wir auch mal die Rune von kaufen. Von Schlösser öffnen. Ganz nützlicher Zauber. Ja. Alleine für die gute Wichtelkappe hat sich's schon gelohnt, meiner Meinung nach. Wir müssen nochmal gucken, dass wir bald einen neuen Bogen bekommen. Wo ist denn das edle Schwert? Edles Schwert. Ja. 5 Klingenschaden mehr ist es aber nicht wert, weil, ja, wir halt diesen Schwertkampfbonus von 1 bekommen. Das ist für uns momentan einfach noch zu wertvoll. Als dass wir für 5 Nahkampfschaden darauf verzichten würden. Ich denke mal, das beschreibt eigentlich ganz gut, was wir vorhaben. Okay, wir haben mal wieder einen Vasallenring gefunden. Das hat gut funktioniert. Dann machen wir uns jetzt auf Richtung Gröger, oder wie das Ding heißt. Ihr wisst ja, das hier war nicht die richtige Stelle. Aber wir wollen natürlich auch den Burgherr haben. Das gehört ja auch zu einer Quest. Und wie gesagt, am Ende der Quest warten 2 interessante Gegenstände auf uns. Eines ist eine Rune. Höre ich da echt Gnome? Ich hörte einen Gnomen. Noch einer. Achso. Der macht guten Nahkampfschaden, unser guter Kollege. Kannst du aufhören, die Sachen zu looten, bitte? Das ist meins. Achso, und hier oben ist gar nichts. Das ist ja mal wieder fair. Naja. Wenigstens von der Erfahrung her haben wir alles mitgenommen. Ich denke mal, da kann man mir keinen Vorwurf machen. Generell nicht. Ich meine, wo haben wir denn bis jetzt bitte großartige Erfahrungen liegen lassen? Ich glaube nirgendwo.
Hallo. Hä? Sehr seltsamer Aufbau hier unten. Aber okay. Man freut sich über die Sachen, die man bekommt. So, die Runen leisten auf jeden Fall schon mal gute Dienste. Der gute Lichtzauber. Vor allem Ding für euch, weil ihr dadurch viel, viel, viel mehr sehen könnt. Hier ist nichts versteckt. Ah, wusste ich's doch. Zu offensichtlich. Meiner Meinung nach zumindest. Komm, bitte Schlösser öffnen. Amulett. Schutz vor Magie, okay. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Amulette waren ja bis jetzt verhältnismäßig selten. Wir haben jetzt nur ein Amulett Schutz vor Eis. Da ist das Schutz vor Magie doch schon interessanter. Quicksave und weiter geht's. Und da vorne haben wir unseren Grüger. Da ist er, der Grüger. Was habe ich dir gesagt? Verdammte Scheiße, ist der groß. Bleib ruhig, wir machen das schon. Okay, okay. Wenn du das sagst, dann aber schnell, bevor ich es mir anders überlege. Okay. Das heißt 7, 3. Okay, es kommen erstmal nur die Gnome, das ist gut. Ein bisschen schneller töten wäre ganz gut, Kollege. War das die Schlösser öffnen Rune? Nicht im Ernst, oder? Heftig. Benötigt Siegel 3. Boah, das ist krass. Das ist krass. Das dauert noch ein bisschen, Leute. Naja, sieht denn der aus? Pfui. Boah, wie der aussieht, ist das ekelhaft. Der kriegt jetzt erstmal ordentlich aufs Maul. Was? Hat er uns gerade instant gekillt oder hatten wir nur so wenig Leben? Das gucke ich mir in der Aufnahme an. Alter Verwalter, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja, da sind wir wieder beim Thema, als Magier in den Nahkampf gehen. Nicht wirklich empfehlenswert. Ich hoffe, ich habe gespeichert in letzter Zeit. Ich kann mich irgendwie nicht so dran erinnern. Ja, doch. So viel Leben hat uns mit einem Schlag abgezogen. Respekt. Respekt, Respekt. Das war dumm von dir. Oh, der kann reden. Was bist du denn für einer? Und ihr müsst euch vorstellen,